Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir haben den 1.12. und wie ihr euch schon aufgrund des Thumbnails des Videos denken könnt, geht es um einen Adventskalender. Und zwar den von Revell. Große Kiste. Ja, ich habe mich entschieden, mal den X-Wing zu bauen. Kriegt man in 24 Tagen bestimmt hin. Gehe ich mal davon aus. Ja, handelt sich um ein Easy-Click-System. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr mich die nächsten 24 Tage begleitet und ja, den obligatorischen X-Wing von Star Wars baut. Ich hole die Box hoch, also das Ding ist echt groß, der Kalender. Ja, so ein Würfel ist das. Mach ich auch mal eben auf. Wie gesagt, sowas habe ich noch nicht gebaut. Hier. Sehr störrisch. Weil die eigentlichen Türchen, die befinden sich hier hinter. Na. So. Jetzt probiert sich dann hinter. Jetzt haben wir es. So, ne, ihr seht, ringsherum die Türchen verpackt. Das andere war nur eben so ein bisschen Umverpackung. Ja. Deswegen kann jetzt auch so Müll, auch kein Mensch mehr. Ja. Handiger Bursche. Ja, dann würde ich sagen, baue ich jetzt mal um zu meinem Basteltisch und dann geht es schon los mit Türchen Nummer 1. Ja, hier mache ich das jetzt mal eben Freihand, weil dieser Karton, ihr seht, hier ist mein Tisch, schon größer ist. Und hier ist die Kamera. Das passt nicht. Also, Freihand. Mal kriegen wir es denn mit einer Hand. Nach innen reingedrückt. Und wir haben einen Bauplan. Es ist meine, ja, ein kleines Werkzeug. Es ist drin, ein erster Gießast. Und es ist drin, der Dickelbogen. Wenn es welche gibt. Oder sind nur die Sicherheitsanweise. Oder die Dickels kommen noch. Ja, das war's. Gut, jetzt wird aber umgebaut. Ja, hier haben wir den Inhalt des ersten Faches. Und zwar hier einen kleinen Gießast mit dem Fahrgestell. Soweit so gut, in Grau gehalten. Ein kleines Werkzeug. So, nehmen wir auch schon mal raus. Ach, warum denn nicht? Also der sieht auf jeden Fall schön scharf aus. Fühlt sich scharf an. Und den Bauplan. Da schauen wir mal eben rein, was denn hier zu erwarten ist. So. Skill Level 3. Der Anzahl der Teile geschuldet. Diverse Informationen hier. QR-Codes. Wollen wir mal gucken, wofür das der QR-Code steht. Upp. Für gar nichts. Kennt ihr den nicht? Wir werden weitergeleitet. Ach, Revell Tipps und Tricks, Bauteile bestimmen. Okay. Soweit, so gut. So, ja. Eine Übersicht der Teile, die uns erwarten, Farben, die wir benötigen. Eigentlich muss der Easy Click nicht bemalt werden, aber vielleicht
Der doch, weil der wird nur geklickt und doch bemalt. Naja, wieder Farbvorschläge. Wir haben Teile, wir haben Pilotenfiguren. Da. So. Und hier steht dann auch, in welcher Tür, das nimmt ein bisschen die Überraschung, in welcher Tür sich was befindet. Und wann man denn die Seiten soweit fertig hat. Aber nichts Weltbewegendes. Das ist alles machbar, weil ja, eine Easy-Click-Geschichte. Hier zum Schluss ist noch quasi die Bedikelung oder Sticker sind es ja in diesem Fall. Die muss man ohne Wasser aufkleben und dann hat man dementsprechend das Modell fertig. Gut. Ja, das war es aber auch schon zum ersten Tag. Wir gucken mal, wie es morgen aussieht, was drin ist. Habe ich ja schon angerissen, was drin ist, aber vielleicht kann man ja schon was bauen. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen 1. Dezember.